Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Fishing Planet. Ihr seht, wir sind in Louisiana, habe ich beim letzten Mal angekündigt. Hier wollen wir hin. So, wir wollen versuchen, den Alligatorhecht mit dem Popper zu überlisten, mit Oberflächenköder, was auch immer die nehmen. Ich habe es gerade versucht, ich habe zwei Würfe gemacht, ich habe keinen gefangen, aber die Attacke, die von diesem Alligatorhecht kam, unglaublich. Unglaublich, ich habe gedacht, komm, scheiß drauf, wir versuchen jetzt einfach, ja. Wie das Viech da aus dem Wasser schoss. Alter. Alter. Sie beißen auf jeden Fall drauf. Sagen wir es so. Sie beißen auf jeden Fall drauf. Heißt, wir starten damit direkt rein. Ich habe natürlich hier die Zeus am Start, wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe. Die werde ich einfach benutzen. 2,50 Meter lang. 19,5 Kilo mit der 19 Kilo Rolle. Thunderspin drauf. Und den 21 Gramm Popper 4.0. Große Fische, große Köder. Das, also unser Setup. 060er Flure drauf. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Das ist unser Equipment, um hier den Alligatorhecht aus dem Wasser zu poppen. Da bin ich mal gespannt, ob uns das jetzt im Video ebenfalls gelingen wird. Aber wie der gerade da drauf geschossen ist, und wieder. Boah. Du hast quasi das ganze Tier gesehen. Es hat relativ nah gebissen gerade. Deshalb hat man den komplett gesehen unter Wasser. Das war. Alter, das war schon nicht schlecht. Hoffen wir einfach mal, dass jetzt hier gleich nochmal irgendwann einer drauf reagiert. Davor hat auch irgendwas Kleines drauf reagiert. Ich weiß nicht, was es war. Wahrscheinlich ein Barsch. Der mir da vorher draufgegangen ist. Aber auch den habe ich leider nicht gehakt bekommen. Aber das kann auf jeden Fall was werden. Wenn uns der wirklich an den Haken geht, dann. Große Mahlzeit, das wird lustig. Das wär richtig nice, wenn das hier gut auf den Alligator läuft. Das wäre echt richtig, richtig nice. Müssen wir natürlich gucken, abwarten, ob es vielleicht ein Zufallsbiss war. Oder ob wir sagen können, okay. Damit kann man die ganz gut fangen. Das müssen wir noch abwarten. Ich werde auf jeden Fall einen fangen. Dafür kann ich mich dann vorbei. Nur cutte ich die Scheiße. Ist mir egal, ja. Ich will auf jeden Fall ein Biss vom Alligatorhecht hier haben. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich habe gesehen, es geht. Ich habe gesehen, die beißen da drauf, die reagieren da drauf. Also kann es nicht so schwer sein, den zu fangen. Die beißen natürlich übrigens immer besser. Ich bin jetzt gerade am Abend. Von daher, je später sie wird, umso besser müsste es eigentlich laufen. Also hoffen wir mal. Das Ding ist natürlich, wenn der hinten anbeißt, dann werden wir den nicht so sehen, die Action. Aber gerade hat er ja so in der Mitte ungefähr bei 20 Meter oder so angebissen. Oder, keine Ahnung, ja doch 20 Meter kommt hin ungefähr. Da hat man ihn unter Wasser komplett nach oben schießen sehen. Auf unseren Köder. Hing aber dann leider nicht. Und jetzt kommt natürlich gar nichts. Wie zu erwarten. Ja, wäre auch zu leicht gewesen, wenn jetzt hier einen nach dem anderen rausziehst. Jetzt kommt einfach gar kein einziger Fisch. Aber irgendwo da lauert er. Irgendwo lauert der Alligator echt auf unserem Popper. Und wir müssen ihn nur noch genug reizen, dass er anbeißt. Aber auch kein kleiner Fisch, ne? Die ersten beiden Würfe haben direkt eingebracht. Und jetzt kriegen wir nicht mehr eine Attacke. Egal von was. Also wird es wahrscheinlich schwieriger, einen dran zu bekommen. Aber nicht unmöglich. Nicht unmöglich, Freunde. Wir würden es einfach weiter. Ich würde sagen, wir cutten das einfach an der Stelle
Und sobald der Biss kommt, sehen wir uns wieder. Lass er verlaufen und kriegt das hinter zurecht. Dann haben wir vielleicht noch gleich die Chance, ein bisschen Forellenbarsch in den Seerosen zu angeln und in den Schilfregionen. Und haben wir noch ein bisschen Zeit dafür. Also, bis gleich. Da hängt er. Ich glaube, da hängt er. Das müsste er sein, wenn mir nicht alles täuscht. Das müsste der Alligator sein. Schießt ein paar Mal aus dem Wasser. Ja, da ist er. Da ist er, der Erste. Endlich. Ein paar Attacken habe ich gehabt, die daneben gegangen sind. Und jetzt tobt er sich hier aus. Aber da sehen wir ihn. Der Alligator auf dem Popper ist gefangen. 19,8 Kilo. Auch kein so schlechter, noch kein Trophy. Ah gut, mit Trophy hätten wir jetzt auch mal nicht rechnen können. Aber auch mit der Route kriegt man gut raus, würde ich sagen. 19 Kilo, kein Problem. Dafür ist ja die Route auch ausgelegt. Viel tiefer sollte man da auch nicht gehen. Mit der Basscastle, glaube ich. Oh, dreckig. Dreckig, aber das war der Alligatorhecht. Da kam die Attacke vor. Kam schon kurz eine Attacke. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das mit reinschneide. Ich vergesse es wahrscheinlich eh. In dem Wurf habe ich zwei Attacken quasi gehabt. Und da lief es dann auf einmal. Ich habe gerade auch noch einen Weißbarsch tatsächlich gefangen. Das waren vielleicht die kleinen Fische, die den Popper attackiert haben. Da habe ich echt einen Weißbarsch hier rausgezogen auf den Popper. Aber sonst nix. Auch viele Würfe tatsächlich ohne Aktivität. Wo sich nicht so viel getan hat. Aber trotzdem haben wir den Alligator gefangen. Es ist auf jeden Fall möglich. Es ist aber auch ziemlich mühsam, muss ich sagen. 19 haben wir jetzt hier erstmal den tiefsten Nebel überhaupt. Einfach mal hier so einsetzt aus dem Nix. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hinwerf. Also ich meine Papa ja auch gar nicht mehr. Das ist natürlich jetzt ein kleines Problem, wo wir jetzt platschen, sehen wir noch. Okay. Aber super schwierig. Super schwierig zu sehen. Vor allem, was man jetzt nicht mehr sieht, sind diese Bugwellen. Der Biss kommt einfach jetzt aus dem Nix wahrscheinlich. Wann er denn kommt. Wir werden noch ein bisschen hier weiter angeln. Bevor wir dann gleich Richtung Seerosen und Algen gehen. Und mal gucken, ob wir da mit dem Topwater auch ein paar Barsche rausholen. Vorher mache ich auch noch hier so zwei, drei Würfe. Um zu gucken, ob wir vielleicht noch einen zweiten Alligator-Hecht erwischen können. Den Fang kann man ja auf jeden Fall. Wir haben ja auch in Florida jetzt nicht so viele gefangen. Ne? Ich glaube, ich habe im Livestream so zwei Stück gefangen. Auf jeden Fall ist es nicht unmöglich, sagen wir es so. Komm, wo kriegt die zwei Punkte nicht hin? Oh, da war die Attacke. Da war die Attacke auf unserem Popper. Und wie das geplatscht hat, muss das auch ein Alligator gewesen sein. Wenn halt die Fehlbisse nicht so krass, ne? Dann könnte man da echt noch mehr mitfangen. Aber die Fehlbissquote ist echt noch extrem hoch. Weiß nicht, ob man die noch ein bisschen vermindern kann. Wenn man ein paar mehr Pausen macht, aber wie gesagt, bei mir ist ja eine Pause abgehauen. Deshalb weiß ich nicht, ob das so die beste Idee ist. Oder ob man einfach beten muss, dass der hängen bleibt. So, ne, die Bugwelle ist, glaube ich, nur so da für die Fischaktivität. Das heißt nicht, dass der an einem Köder dran ist. Da tut sie nämlich gerade erstmal wieder gar nichts. Ah, da kam eine kleine Attacke. Das könnte nur so ein Weißbarsch gewesen sein. Den habe ich gerade da auch gefangen gehabt. War ungefähr gleiche Distanz. Das war auf jeden Fall kein Alligatorhecht, der da auf den Köder drauf wollte. Das wird eher so ein kleiner Fisch gewesen sein. Ich würde sagen, wir machen das auf den Wurf hier und dann switchen mal rüber, denn den Alligator haben wir gefangen. Mehr ist nicht drin, immer knapp an die 20 Kilo ran. War jetzt auch nicht der schlechteste.
Aber ist auf jeden Fall auch ziemlich mühsam, die an den Haken zu bekommen. Also das waren die schon damals mit Crankbait. Da habe ich die auch nie gefangen mit in Missouri, als sie noch da waren. Ich weiß gar nicht, wie das hier mit Crankbait läuft. Jetzt haben wir hier nochmal so einen kleineren Fisch, der uns da hinten drauf geht, was dann wieder Richtung Weißbarsch vermutlich gehen wird. Jawohl, das ist einer, ja. Sehen wir also den auch nochmal. Auch der lässt sich hier fangen. Und beide Weißbarsche waren tatsächlich in Trophäengröße. Beide Weißbarsche waren in Trophäengröße. Ich möchte es mal kurz anmerken. Falls das was zu bedeuten hat. So. Dann nehmen wir noch so einen 14 Gramm Popper, hauen uns den hier mal an die Baitcaster dran. Und dann gehen wir mal los Richtung Steg zurück. Kommen wir von hier dahin? Nee, ne? Kommt man, glaube ich, gar nicht. Da gehen wir hin. Da gehen wir hin und dann gucken wir mal, ob wir hier was fangen. So, der Uni ist hier irgendwo, ne? Hier waren wir zumindest mal Uni zu holen. Weißt du, ob der noch hier ist? Auf jeden Fall sind hier ein paar Barsche, das weiß ich auf jeden Fall. Deshalb versuchen wir es einfach mal hier. Das ist natürlich auch viele Hänger hier produzieren könnte in den Seerosen, aber hier haben wir zumindest eine Lücke, wo wir durch können. Wir werfen auch schon direkt in den Hänger rein. Perfekt. Ah, da müssen wir, glaube ich, erstmal raus. Das macht wenig Sinn, da drin zu angeln. Von einem Hänger in den nächsten. Das macht tatsächlich sehr wenig Sinn. Erst hier kommen wir dann tatsächlich in die Aktion rein. Da kommt auch direkt der erste Biss, der aber leider nicht hängen bleibt. Aber Fische sind auf jeden Fall da, die auch auf unseren Popper gehen. Aber ich glaube, für die Seerosen wäre echt der Frosch hier so ein Ticken besser. Ich werfe mal so ein bisschen mehr gezielt, damit ich nicht da hinten ins Kraut reinhau. Läuft auf jeden Fall gut. Direkt mal trotzdem Hänger. Hallo, komm, lass mich bitte los. Und da kommt direkt der Biss. Da kommt direkt der Biss auch von einem etwas größeren Fisch. Na, was haben wir da? Was haben wir da? Ist auf jeden Fall Forellenbarsch. Warum geht der denn so ab? Ein Trophy, glaube ich. Tatsächlich 2,7 Kilo Trophäenforellenbarsch. Also, die lassen sich hier auch sehr gut fangen mit dem Popper, aber das war zu erwarten. Die lassen sich ja in Florida auch sehr gut fangen. Die reagieren natürlich auf Popper so grandios, auch im Real Life. Mega nice, auf die zu angeln. Schön nächste. Die nächste Attacke, die aber ins Leere geht diesmal. Aber ist jetzt hier jeder Wurf. Jeder Wurf. Also alles, was hier Barsch betrifft in dem Spiel, glaube ich, ist echt ein Träumchen. Auch die Hechte haben wir gesehen beim letzten Mal. Die liefen ja auch ganz gut. Gerade wenn wir den Popper dran hatten. Bei dem Frosch jetzt eher nicht so. Aber den Popper ganz in Ordnung. Den Frosch kann man ja versuchen. Wir hören ja den Frosch mit nur quaken. Vielleicht hat der hier so einen Bonus, weil es hier ein paar Frösche gibt. Den könnten wir mal versuchen. Ich werde noch versuchen, hier mit dem Popper einen Fisch zu fangen. Und dann können wir nochmal den Gummifrosch dran machen. Aber diesmal haben wir mit dem Wurf hier kein Glück. Tatsächlich ein Wurf ohne Fisch. Wo gibt's denn sowas? Wo gibt's denn sowas? Kann ja wohl nicht sein. Ist ja wie mein Alligator echt angeln hier. Oh, wieder ein Hänger. Wieder ein Hänger, den wir da haben. Na, wo bleibt ihr Fische? Wo bleiben sie? Will wieder nicht. Doch da. Oh, das war mal. Ich glaube, das war ein Karlhecht. Ich glaube, es war kein Forellenbarsch. Ich habe nur so einen dunklen Kopf aus dem Wasser kommen sehen. Das sah mir tatsächlich mehr nach Karlhecht aus als nach Forellenbarsch. Das wäre auch interessant, wenn man ihn damit fangen kann. Gerade auch für das Karlhecht-Turnier, aber das Karlhecht-Turnier ist halt in Missouri. Und in der Strömung
Weiß nicht, ob Popper-Angeln dann so geil ist. Ne, ist der Fisch. Der steigt einfach mal ein. Das ist, glaube ich, auch ein Karlecht, oder? Ja, tatsächlich. Damit haben wir die Vermutung von gerade bestätigt. Wobei der gerade ein bisschen größer aussah vom Kopf her. Muss sogar ein Trophy sein können. Ich weiß es nicht genau. Sah auf jeden Fall nicht klein aus. Der jetzt hier aber dann zumindest die Fischart. Karlecht mit 1,5 Kilogramm. Der uns ebenfalls auf den Popper geht. Sehr schön. Heißt, wir machen jetzt hier nochmal einen Frosch dran. Und gucken mal, was mit dem noch geht. Den können wir eigentlich auch mal raushauen, oder? Jetzt können wir nicht mal vergleichen, ob der auch so viel länger hat. Oder ob der ein bisschen besser ist. Wahrscheinlich können wir den über die ganzen Seerosen einfach führen. Ohne dass wir da ein Problem kriegen. Doch, der walkt einfach da drüber. Gar kein Problem für den nochmal. Mitten in den Seerosen. Macht dem gar nichts. Also für solche verkrauteten Gebiete ist das natürlich dann der perfekte Kunstgedon. Da geht auch einer drauf. Guck an. Da geht auch einer drauf. Leider auch mit dem Fehlbiss. Das heißt, man kann natürlich auch komplett neue Gebiete vielleicht sogar ein bisschen effektiver abfischen, als wenn man die da jetzt vor die Baschecks durchgezogen hat. Die Baschecks sind natürlich so, auch so ein bisschen hängerfreundlich, auch wie, genau wie die Spinnerbaits sind auch eigentlich dafür gemacht, um halt die solche dicht verkrauteten Bereiche zu ziehen. Weil da halt die Fische drin lauern. Aber mit dem hier kann man dann auf jeden Fall auch durch solche Seerosenfelder einfach mal durchziehen, ohne alle 2 Meter einen Hänger zu bekommen. Was echt super angenehm ist. Wenn er jetzt noch fängig ist, dann umso besser. Gerade wenn man eine Attacke bekommen. Jetzt kriegen wir keine. Ich vermute, was das der Popper echt ein bisschen besser ist. Vielleicht durch die Popgeräusche, die er wirklich macht. Oder aber ich führe den Frosch schon nicht richtig. Das kann natürlich auch sein. Das ist daran ein bisschen nicht. Wobei, ich habe auch bei Popping habe ich auch nur 2 Punkte. Bei Walker haben wir auch 2. Von daher, das ist wahrscheinlich nicht so der Mega-Unterschied. Die Popper sind wahrscheinlich einfach ein bisschen auffälliger. Aber da kommt wieder der Biss. Hängt halt nur nicht. Hängt halt einfach nicht. Da kann aber der Frosch nichts für. Die Bisse sind auf jeden Fall da. So, wir warten einfach mal hier ab. Machen noch ein paar Würfel für den Frosch. Vielleicht auch den gepunkteten Barsch damit fangen, oder? Vielleicht ist das kleine tatsächlich gepunktete Barsch, die da. Ah, schon wieder Attacke. Schon wieder die Attacke auf den Frosch. Immer da hinten, wenn du aus den Seerosen rauskommst, scheinen die da an der Kante zu stehen und jedes Mal drauf zu gehen. Und jetzt hängt er. Jetzt hängt er endlich mal. Und das ist natürlich auch ein Forellenbarsch. Also, in dem Bereich dann doch gute Attacken. Und sogar in Trophäengröße. Fast 3 Kilo. Ja, guck an. Auf den Gummifrosch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gucken wir mal, ob wir da noch was rauskriegen. Vielleicht gehen wir mit nur Trophäen raus. Das wäre nice. Aber die Attacken dahin sahen auch ziemlich klein aus. Ich glaube nicht, dass das Trophäen waren. Mal sehen. Wo habe ich nicht. Ne, wenn noch. Das war jetzt der erste Fisch mit dem grünen Frosch, ne? Ich glaube, es war der erste, wenn ich mich recht erinnere. Kannst du natürlich nachgucken im Kescher. Rausgezogen. Keine Attacke gehabt diesmal. Ah, jetzt wieder eine. Sogar in den Seerosen drin. Aber hängt leider wieder nicht. Schade. Aber da, nächste. Nächste. Die Fische sind richtig aggressiv. Aber sie wollen nicht hängen bleiben. Sie wollen einfach nicht hängen bleiben. Ich hoffe echt, dass die Turniere einführen, wo wirklich Topwater zum Tragen kommen. Ich meine, klar, für Florida wahrscheinlich sind die schon ganz gut für das Barschturnier. Würde ich fast behaupten.
Aber dass sie vielleicht auch so, ne, eins von den monatlichen Turnieren, die sie ja haben, wo jetzt das Karpfenturnier demnächst anstehen wird, in diesem Monat. Was ich übrigens auch streamen werde, also das ist natürlich klar, da werden wir mal unser Glück versuchen. Aber dass sie da vielleicht so ein Topwater-Turnier noch machen, das wäre nice. Ich würde es feiern. Ich würde es hart feiern. Ich liebe Topwater. Also finde ich auch Topwater ein Turnier verdient. Ja, ganz klar. Ohne Topwater-Turnier. Das wäre mega nice. Das wäre mega nice. Man kann natürlich die Palette auch erweitern mit der Köder so ein bisschen. Gibt es auch diese Propeller-Baits. Die sind bestimmt auch ganz lustig. Die fehlen ja auch noch. Aber sonst haben sie fast alles, ne? Stickbaits sind da, also diese Walker. Hopper, Gummifrösche. Klar, gibt noch so Gummiratten und sowas, ne? Und hast du nicht gesehen? Das kann man bestimmt später auch noch mal raushauen, aber sonst haben sie schon eine gute erste Palette angeboten. Von Ködern, die erstmal gut geeignet sind fürs Oberflächenfischen. So. Aber ich sage, machen wir noch den Wurf. Und während des Wurfes mache ich schon mal die Abmord. Vielleicht kriegen wir noch einen Fisch dabei, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Attackieren tut sich da gerade erstmal gar nichts. Deshalb soll es das aber gewesen sein. Ziel auf jeden Fall erfüllt. Alligatorhecht ist gefangen. Wenn auch mit ein bisschen Anlauf und ein paar Fehlattacken am Anfang. Aber hinterher hat es dann doch geklappt und wir haben ihn rausbekommen. Ist also möglich, auch mit Topwater. Ziemlich nice. Und das soll es erstmal gewesen sein von diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.